Wem gehört die Stadt? Allen soll sie gehören, nicht dem Kapital. CDU, Grüne, SPD und FDP haben nicht nur rund 45.000 Sozialwohnungen vernichtet, sondern seit den 1990ern massenhaft kommunalen Reichtum wie Grund und Boden privatisiert, also verkauft. Auch in der Stadtplanung zeigt die Stadtregierung unter Kapitaleinfluss ihre hässliche Seite. Eine geschichtsrevisionistische, sogenannte neue Luxusaltstadt. Nichts als ein unsoziales Prestigeobjekt von CDU, Grünen, SPD, FDP und der rechtsradikalen BFF. Beim Streit um die städtischen Bühnen drängen Kapitalhörigkeit und Geschichtsrevisionismus erneut an die Oberfläche. CDU, Grüne, SPD, FDP und Rechtsradikale wollen den Abriss und Neubau an verschiedenen Stellen. Wir hingegen sind gegen den Abriss und für die Sanierung der städtischen Bühnen am Willy-Brandt-Platz, der dann aber auch ein schöner und begrünter Platz werden sollte, endlich. Mit der Entscheidung des Landesamtes für Denkmalpflege, das Wolkenfoyer als Kulturdenkmal einzustufen, kann der Abriss vielleicht noch verhindert werden. Thank you.